Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch die leckersten Kekse, die ich in meinem ganzen Leben je gegessen habe. Ich zeige euch später noch warum. Und das sind sogenannte Mantecados, spanische Mandelkekse. Die werden in Spanien ganz typisch zur Weihnachtszeit gebacken. Jetzt zeige ich euch zuallererst die Zutaten. Wir benötigen Mehl, gemahlene Mandeln, außerdem Butter, und da ist es besser, wenn sie zimmerwarm ist, Zucker, den Abrieb und den Saft einer halben Zitrone und Zimt. Wir beginnen zuallererst damit, das Mehl und die Mandeln anzurösten. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir rösten tatsächlich auch das Mehl an. Das ist ganz erheblich für den Geschmack, das macht einen Riesenunterschied. Macht die Pfanne am besten nicht ganz so heiß, der Herd ist bei mir hier auf mittlerer Stufe und jetzt röste ich das ganz langsam an, indem ich das immer wieder hin und her schiebe. Hier seht ihr, dass die Mandelmehlmischung etwas dunkler geworden ist vom Anrösten. Jetzt ist es genau richtig und ich gebe das in meine separate Schüssel, damit es vollständig abkühlen kann. Es ist ganz wichtig, dass die Mandelmehlmischung komplett auskühlt, ehe ihr weitermacht. Sie darf also auch nicht lauwarm sein. Dann kommen die restlichen Zutaten damit hinein, also einmal Zucker und Zimt. Und hier habe ich noch den Saft meiner halben Zitrone. Die Schale kann ich da leider nicht verwenden, denn das ist keine Bio-Zitrone. Die ist nicht unbehandelt, die gab es in meinem Supermarkt leider nicht. Falls ihr eine Bio-Zitrone habt, dann nehmt bitte gerne auch den Schalenabrieb davon. Dann gebt ihr noch die zimmerwarme Butter mit dazu und knetet das mit den Händen so lange, bis sich alles miteinander verbunden hat. Ihr werdet merken, dass wir keinen einheitlichen oder geschmeidigen Teig bekommen. Das ist eher so eine krümelige Masse, die gebe ich mir dann auf die Arbeitsfläche und versuche sie dann so gut wie möglich zu einer Einheit zusammenzukneten und zusammenzudrücken, damit ich sie dann ausstechen kann. Und auch das ist ein Geheimnis, warum die Kekse so unfassbar zart und mürbe sind. Wir haben kein Ei zur Bindung im Teig oder ähnliches. Wir versuchen jetzt die Masse einfach mit den Händen so zusammenzudrücken, dass wir 1 cm oder 1,5 cm große Kekse herausdrücken können. Das Ausstechen ist gar kein Problem, anders als man jetzt vielleicht vermutet hätte. Die Kekse lassen sich wunderbar ausstechen, gehen auch nicht kaputt und man kann sie direkt aufs Backblech legen. Nachdem dann der gesamte Teig ausgestochen wurde und aufs Backblech gelegt wurde, am besten mit einem Backpapier drunter, gebt ihr sie erst für 10 Minuten in den Kühlschrank und dann direkt in den Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 17 Minuten, bis sie so schön goldbraun sind. Nach dem Auskühlen habe ich sie dann mit geschmolzener Vollmilchkuvertüre verziert. Das ist natürlich vollkommen euch überlassen. Und dann lasse ich sie nochmal aushärten und dann sind die Kekse auch schon fertig. Falls ihr nun alle Schritte beachtet, keines der Zutaten austauscht, sondern ganz genau so zubereitet, wie ich es euch im Video gezeigt habe, dann erhaltet ihr die wohl leckersten Kekse dieser Welt. Die Kekse sind nämlich sehr fein, mürbe und aromatisch durch das Anrösten des Mehls und der Mandeln. Und ihr dürft auch auf keinen Fall den Zitronensaft weglassen, denn der macht auch einen erheblichen Unterschied im Nachgeschmack. Falls euch jetzt auch interessiert, wie denn der Geschmack dieser Kekse ist und ihr sie gerne nachbacken möchtet, dann schaut gerne mal in die Infobox, da habe ich alle genauen Mengenangaben für euch aufgeschrieben und ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback, wenn ihr sie dann probiert habt. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal und ich sage bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen.